Vor nicht allzu langer Zeit haben wir uns hier in der Runde getroffen und unterhalten und gefreut, dass 60 Tabellenführer ist. Jetzt sieht das schon wieder ganz anders aus. Herzlich willkommen zur Folge 122 vom 60er-D-Talk nach der Heimniederlage gegen Erzgebirge Aue. Ein Kumpel hat es ganz positiv formuliert und gemeint, ja, wir sind einfach sehr gastfreundlich in dieser Saison. Ist ja schon die zweite Heimniederlage gewesen. Und darüber und auch für die nächsten Spiele, die halt anstehen, spreche ich heute Abend mit drei Gästen oder drei Kollegen. Dazu gehört ja, der normale Kommentator der letzten Wochen, Christian. Servus, schön, dass du dabei bist. Hallo Jan, hallo ihr zwei anderen, guten Abend. Die zwei anderen, genau. Flo, grüß dich. Servus, Löwenfans. Und der sich in der Taktiktafel schon ordentlich ausgetobt hat, was wir natürlich auch besprechen werden. Servus, Bernd. Grüß euch beieinander. Ja, bekanntlich am Wochenende nicht ganz so erfolgreich unterwegs gewesen, mal wieder die Löwen, die dritte Niederlage in Folge gegen Aue. Nachdem es ja eigentlich mit dem Führungstreffer von Schwarz dann ergebnismäßig ganz gut aussah, hat es dann Aue doch noch geschafft, in der Schlussphase uns zwei Buden einzuschenken, entsprechend eine 1:2-Niederlage am Ende. Christian, vielleicht für dich mal zu Beginn, wie hast du denn das Spiel insgesamt gesehen? Schwierig. Also ich hab viel gesehen und gut gesehen, habe auch mich sehr aufs Spiel konzentriert mal. Also das mache ich auch nicht immer, aber ja, und ich war auch tatsächlich vorher schon so irgendwie guter Dinge, so zwei Siege, zwei Niederlagen, jetzt drehen wir den Spieß wieder um. Und ich fand auch, also mei, hat man jetzt überall auch nachgelesen, gut reingekommen auch ins Spiel. Und ja, und auch in die, auch jeweils, und das finde ich so auffällig, in die zweite Halbzeit, da kommen die immer super rein, aber letztlich, und das ist halt das Entscheidende, am Schluss, ich durfte ja gestern auch vertretungsweise für den im Urlaub weilenden Kollegen Thomas Andy Giesinger Gedanken formulieren, habe ich das ja auch so ein bisschen versucht, da reinzubringen, dass es viele Fragen einfach aufwirft, gerade so die Schlussviertelstunde. Gut, der Bernd hat ja einige dann in der Taktiktafel irgendwie auch schon beantwortet. Ich glaube, was du jetzt gar nicht thematisiert hast, Bernd, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ihnen am Schluss so ein bisschen quasi die Körner ausgehen. Und da meine ich nicht mal nur die Fitness, die körperliche Fitness, sondern auch so die geistige Präsenz irgendwie. Gehört doch Also, zusammen. Es gehört doch zusammen. das gehört Nicht. zusammen. Ja, richtig, aber Wenn. weil normal, wenn man sagt, rein, weißt du, nur über die Physis oder so, sondern einfach, dass sie dann so ein bisschen schläfrig. Richtig, Ja, also. aber Ja. wenn du vom Körper platt bist, dann funktioniert doch auch der Kopf Richtig. immer richtig. Hast du recht, genau, eben. Und das finde ich eklatant tatsächlich. Und das war ja jetzt im Endeffekt, ich glaube, im Endeffekt war es gegen Lübeck auch so. Ja, und das Krasse ist nur, wenn du kurz nach dem 1-0 oder dann so, gab es ja auch diese mega Doppelchance dafür, Frei und Schwarz. Wenn du das 2-0 machst, dann gewinnst du es wahrscheinlich. Vielleicht gewinnst du es sogar 2-0 dann. Aber dann irgendwie, als der Ausgleich fällt, habe ich mir dann schon gedacht, oh, um Gottes Willen, da kommt wahrscheinlich noch was nach. Ja, Ja, genau. das ist halt auch das, wenn wir jetzt schon bei der Doppelchance sind, wenn ich dahin schieße, wo alle stehen und nicht dahin schieße, wo das Tor leer ist, dann geht er halt nicht rein. Ja, aber mei, gut, das ist natürlich auch wieder eine Frage. Das ist das mit den Entscheidungen auch, oder? Das Ja, sind die genau. falschen Aber Entscheidungen. Christian, da heißt es dann wieder, hätte Ossi-Schweine, du hast ja gegen Lübeck hast du es ja auch gehabt, dass du quasi vor dem 1-0 schon auf 1-0 stellen kannst und es halt nicht gemacht hast Meinung? und wie Bei 0 beim, meinst du? Ja? nee, der Ach, Pfostentreffer vor dem war, 1-0 auf vor einmal. dem Ja, 1-0 jetzt. ah ja. Du weißt, wie ich es meine. Ja. Da kann, aber wenn du es halt wieder nicht so machst, kannst du halt nicht sagen, ja, das war jetzt Pech, weil wenn du halt immer Pech hast, bist du vielleicht auch einfach zu uneffektiv. Genau. Was ich noch, also wir werden ja dann vielleicht auch einzelne Spieler, also was ich Wahnsinn fand, zum Beispiel, was mir ist, also ich finde die Bewertung der Spieler ganz interessant, weil die ja relativ überall auch recht einheitlich dann daherkommt, vielleicht mit ein paar Abweichungen. Also mir hat der Schröter zum Beispiel, der wurde jetzt wenig genannt bisher, ich fand den gerade da so in der, ich glaube, es war die erste Viertelstunde, Wahnsinn, der hat da einen nach dem anderen nass gemacht von den Lilanen und, gell? Und sie haben immer Er hat einen den anderen, dann einen. hat es ein anderer probiert und dann hier spielt links, geht rechts vorbei und so. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand den Seynoun Lahou auch, gut, der wird allgemein ja jetzt heute recht gelobt. Der hat mir eigentlich auch sehr gut, fand ich auch schön, dass der jetzt mal von Anfang an spielt und so. Also summa summarum, ich fand den Frenesi auch gut, das alte Thema, vielleicht die Eigensinnigkeit, aber ah ja, das ist mir auch noch aufgefallen. Das irgendwie weiß nicht. Es ist schon oft so, dass sie dann doch sich entscheiden, also es ist nicht nur der Frenesi, auch andere, selber es zu machen und irgendwie nicht den postierten, gut, vielleicht besser postierten Mitspieler zu suchen. Aber Ich das kann fand's den Bernd vielleicht beim auch, ja? letzten Mal sogar besser. Also was der Schröter da auf der rechten Seite am Anfang mit denen gemacht hat, war sehr schön anzuschauen. Der hat die ja einen nach dem anderen Vernascht.
Vernascht. Hat er gezaubert. Wenn der weiße Afrikaner nicht da ist, dann muss halt der Schröter zaubern. Aber Tiefer Zauber. einmal auch sehr schön, wo der Frenesi auf außen erst ein Elastico macht, dann den Ball reinspielt mit dem Doppelpass und dann die schlechteste Option wählt, die er machen kann und irgend so eine halb hohen Rückpass da in die Mitte spielt. Das macht er so gut da außen. Und ich finde, der Frenesi, das ist eher das Ding, dass der sehr gut in seine Aktion reingeht und dann vielleicht zu viel Selbstvertrauen hat und sich dann überschätzt, weil am Ende macht er immer einen zu viel. Ich habe da schon so viele Punkte angesprochen, ich muss ja gar nichts sagen. Von Christian wollte ich, bevor ich zum Flo noch wechsle, noch hören. Du bist ja in der Stehhalle zu Hause, sage ich mal. Nee, nicht mehr in der Stehhalle, Entschuldigung, du bist ja gewechselt. Dann gehe ich jetzt zum Bernd rüber. Willst du mich nach der Stimmungsmäßig, Stimmung Bernd. fragen? Nein. Genau, Stimmungsfrage. Gästeblock und Westkurve, wie hast du denn wahrgenommen in der Stehhalle? Ja, also die Westkurve habe ich grundsätzlich präsent wahrgenommen, auch laut. Problematik nach wie vor, der Support von wegen Spielbezug fehlt halt. Also ich bin während dem Spiel dann auch vom dem Platz, wo ich normal stehe, weil da hat mir die Sonne auf die Seite drauf gebrannt, bin ich dann quasi ganz oben rauf hinters Geländer gegangen und bin da mit ein paar Bekannten zusammengestanden und wir haben dann ja das Spiel von da angeschaut. Da war ich natürlich dann näher an dem Auerblock dran, aber so wirklich gehört hat man sie nicht. Man hat sie zwar schon gesehen, dass da Action war. Aber wo ich war, habe ich aus dem Auerblock nicht besonders viel Lautes gehört. Erst dann, als quasi der Cast dann mehr oder weniger angefangen hat, gebissen worden zu sein. Futur 3 oder was? Wunderschön. Futur 4. Plusquamperfekt. Tatsächlich, das ist interessant, Bernd, weil die Bauer waren in der ersten Halbzeit, hätte ich jetzt auch gesagt, waren die nicht laut. Aber dann so, also auch noch vor ihren Toren, zweite Halbzeit, dann haben die da immer so ein Tänzchen aufgeführt. Immer, das war witzig, Ja, weil die auch klar, dass die diese durch. Ost-Ost-Ostdeutschland-Polonaise war das. Genau. Und da wiederum, das hat man eigentlich bei uns in der Westkurve nur gesehen, nicht so viel gehört. Ja, gehört da nichts. Aber sehr lustig war, weil da hat der Scheich dann irgendwie gesagt, wo sie rausgehen müssen und sich dann bitte rechts halten müssen. Und genau in dem Moment waren die dann auch immer da am Rübertanzen. Hab dann gedacht, nee, nee, nicht jetzt. Nachher müsst ihr rüber. Ja, Und ich fand, gut. aber so Aber fand ich das. sie schon ganz schön stabil. Also zwischendrin, zweite Halbzeit, wenn es bei uns mal leiser wurde, hat man sie schon, also in der Westkurve, so hat man sie schon dann gehört. Aber das Rechtshalten fällt ihnen ja auch nicht so schwer, also. Wahnsinn, heute hier aber ein Klischee nach dem anderen. Wahnsinn, wird echt alles bedient. Flo, ich habe es in der Westkurve, also der Start war, fand ich, wie gegen Lübeck echt richtig gut, richtig laut. Und dann ist es aber recht schnell auch verflacht und hat sich im Spielverlauf so ein bisschen angepasst. Ich fand es jetzt eher eine durchwachsene Leistung der Westkurve, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie hast du es denn in der Kurve wahrgenommen? Also ich fand Lübeck deutlich besser am Ende. Also, oder vor allem Sandhausen. Naja. Lübeck, ja, deutlich kann man bei Lübeck jetzt nicht sagen, aber Sandhausen war ja, da war ja wirklich klar, dass wir verlieren relativ früh. Und da war es viel entspannter, viel witziger und jetzt war es halt relativ bedrückt, so, weil jeder stand nur noch so drin und dachte sich, Spawn, nicht schon wieder nach dem Gegentor und davor war es auch irgendwie so. Jetzt mach halt mal noch ein 2-0 draus, weil du bist spielüberlegen, aber du findest halt bis auf die eine Doppelchance da in der zweiten Halbzeit keinen wirklichen Angriffspunkt und wirst nicht gefährlich. Und das ist eigentlich, wenn du ein Team sein willst, was oben mitspielen kann, von der Qualität im Kader zu wenig. Christian hat ja schon geschildert, wie er es wahrgenommen hat. Wie ist es denn bei dir? Du liegst ja mit deiner Prognose bislang goldrichtig. Zwei Siege in den ersten Spielen, jetzt die dritte Niederlage. Also, wenn es nach dir gekommen ist, noch drei. Also nicht nach dir wünschen, sondern nach der Vorhersage. Also, du liegst ja voll im Trend. Wie hast du es denn insgesamt jetzt gegen Aue wahrgenommen? Geht die Niederlage in Ordnung oder hätte es auch ein Unentschieden sein können? Die Niederlage war absolut unnötig. Du machst die unnötig stark, kriegst einen Ausgleich vom Bär und dann kriegst du es 2-1 und musst dich noch richtig drüber aufregen, wie die anderen da vor dir jubeln. Also auch viel geflogen. Aber es war eine verdiente Niederlage, oder? Also ich finde, ich fand es verdient dann, ehrlich, letztlich. Nein?
Hätte ich jetzt nicht gesagt, du hast dich meiner Meinung nach, also klar, gut warst du jetzt auch nicht, aber ich fand auch jetzt auch nicht so viel stärker. Nee, aber effizient. Der Deutschchef ist da hingefahren, hat gesagt, wir wollen da einen Punkt holen. Und so haben die auch, ich fand die insgesamt, das war nichts Berühmtes. Das war so ein zwischendrin, gerade so war es dann nach diesen Anfangsphasen in beiden Halbzeiten, fand ich, war das so ein richtiger, so ein Drittliga-Kick. Nicht besonders temporeich. Es war auch nicht mehr so heiß da am frühen Abend, aber ist so ein bisschen dahin geplätschert. Ja, und gut, dann liegen die hinten, dann denken sie sich, oh, wenn wir jetzt da doch einen Punkt mitnehmen wollen, dann müssen wir noch eins machen. Dann machen sie noch eins und dann machen sie gleich noch eins, weil es gerade so lustig Wenn wir ist. schon dabei sind. Ja, vor allem im Prinzip mit der gleichen Aktion. Nur ein anderer Schütze. Das wäre es natürlich gewesen, wenn der Bär beide gemacht hätte. Ich fand übrigens auch wichtig, das ist ja heute so Kultur und so, aber er hat ja gar nicht gejubelt tatsächlich. Das war so, der ist ja so ganz mit hängenden Schultern und Armen so abgedreht. Witzigerweise nachher beim kollektiven Jubel im Kreis über das Ergebnis, da war er dann natürlich schon wieder vorne dabei. Aber so, das ist so üblich heutzutage, oder? Dass man gegen seinen Ex-Verein, der Kicker spricht von ein Tor gegen die alte Liebe. Heute ist es. Was ich dazu noch sagen muss, ich war im März beim Derby gegen Aue. Das wollte ich nur ganz kurz dazu erwähnen jetzt, weil es Also meiner Aue Meinung nach passend gegen fand. Chemnitz gegen Aue, das ist der Chemnitz, das ist Derby, beim genau. Derby gegen Aue gerade. Also Genau. Beim Derby gegen Chemnitz. Und da Pokal. saß hinter mir einer und der hat geschrien: Stefania! Stefania, Beleidigung einfach einfügen. Du warst in Dresden schon scheiße! Fand ich gut, weil nach der Aktion habe ich so einen Hass auf den Typen. Jetzt nach der Aktion bei uns da. Ja. Okay. Und der war Welche bei Aktion? Dresden scheiße. Welche Aktion genau meinst du vom Stefania jetzt? Wo er dann danach in der Kurve gejubelt hat. Ach, er auch. Ich habe nur den Auswechselspieler gesehen. Da haben einige vor der Kurve Richtung Kurve gejubelt. Ja, aber das ist ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, da war es kurz mal so, wie du übrigens vorher warst, ein bisschen schläfrig gewesen auch, ja, vom Support, aber da war dann mal wieder richtig was los irgendwie. Was ich sehr witzig übrigens auch fand, wie dann im G- und H-Block einige Leute, die weit unten stehen, auch an den Zaun und an den Zaun hochkraxeln. Darf ich das hier sagen? Ich hätte es ja cool gefunden, wenn es einen Platzsturm gegeben hätte. Nein, ich glaube, das sollte man nicht öffentlich äußern. Und als die dann wieder runtergehen vom Zaun, sind die ganzen kleinen Kinder, die da auch immer am Zaun sind, auch immer noch da. Also das war irgendwie sehr so, da hat man kurzzeitig mal, da waren irgendwie so Kinder weiter unten am Zaun, also wirkliche Kinder jetzt, also ja, das fand ich irgendwie auch bemerkenswert. Es geht irgendwie alles bei uns. Ja. Ja. Gut, dann leiten wir doch mal über zum sportlich kompetenten Teil, nachdem hier jeder seine Meinung preisgeben durfte. Nein, Spaß. Aber Bernd hat ja in der Taktiktafel schon sehr ausführlich darüber berichtet. 60 hat mit drei Veränderungen begonnen. Gutter und Lang haben Garlinger und Kurt ersetzt. Die waren beide auf der Bank. Zeljuaho ist kurzfristig eingesprungen für Manfred Starke, der krankheitsbedingt da nicht dabei war. Auch etwas überraschend, aber gut, wenn er krank ist, dann geht es wohl irgendwie auch schlecht. Tja, Bernd, du hast schon sehr ausführlich in der Taktiktafel geschrieben, aber vielleicht hat es noch nicht jeder gelesen. Deswegen gibt es quasi die Wirtshausweisheiten danach jetzt im Talk sozusagen. Was war denn, fangen wir mal vielleicht noch positiv an, was war denn gut am Samstag? Was kann man da mitnehmen vielleicht für die Zukunft? Ja, gut, nach vorne ist halt, dass wir tatsächlich, wenn wir einen Ball haben, schon ins letzte Drittel kommen, aber dann kommt halt gleich wieder ein schlechter Aspekt. Dann gehen uns die Ideen und die Möglichkeiten auf den Zugriff in die Box aus. Ja. Es ist halt, wenn der Spieler wie der Vrenici in einem Spiel Aktion über Aktion hat, ja, und dann sind aber viele dieser Aktionen einfach Aktionen, die ins Leere laufen, dann ist es ein Problem. Wenn der Spieler über die komplette Spielzeit knapp 80 Aktionen hat, der ist quasi als Spielmacher auf dem Platz. Da sind aber dann nur 22 Pässe davon, die ankommen. Dann kriege ich einen Hals. Ja, und den kriege ich im Spiel, ich zähle das nicht mit. Ich habe dann da hinterher meine Statistik, wo ich dann reinschaue und dann sehe ich das schon. Grütze fix. Warum spielst du den Ball nicht und machst das Spiel schnell? Ja, über die guten Sachen, das bisschen, was da war, da braucht man nicht reden. Ja, das ist vollkommen unwichtig momentan, weil denen muss irgendwann einmal klar werden, dass du über Eigensinn in keiner Fußballmannschaft
irgendwo am Blumentopf gewinnst. Das geht bei der C-Klasse, das geht in der F-Jugend los und hört bei den Profis auf. Wer eigensinnig ist, hat am Fußballplatz nichts verloren. Hm. Punkt. Und dann solche Leute als wie den Frei als Box-to-Box-Spieler in das Spiel werfen und dann hat er keine einzige offensive Aktion, die funktioniert. Keine einzige. Jetzt mal von den Pässen abgesehen, ja, aber von irgendwas. Nein, da war nichts. Und sowas regt mir auf. Ja, und dann geht es weiter in der Defensive. Man sieht, ein Spieler ist platt, der kann nicht mehr. Und dann muss der trotzdem drin bleiben, obwohl wir noch zwei Optionen haben zum Wechsel. Warum? Wer war das? Der Quadro oder wer? Wer war platt für dich? Der Guter war doch komplett. Ach so. Ja. Mhm. Ich hätte noch eine Frage zu der Frenesi-Zahl da, 60 zu 20 oder was. Kann man denn, weißt du denn, ob diese 60, sage ich jetzt mal, schlechten Fehler. Nein, nein, nein. 80 Aktionen im Spiel. Von, genau, 20 passen von irgendwie. Von Frenesi und davon sind 22 Pässe, die ankommen. 33 Pässe hat er insgesamt gespielt. Das ist mir viel, viel zu wenig. Ein Spieler, der die 10 auf dem Rücken trägt, ja. Der spielt in einem Spiel, wenn er 78 Aktionen hat, spielt der 55 Pässe. Mhm. Aber ist es, kann man das zu bestimmten Zeiten festmachen? Das hat mich jetzt auch interessiert. Ist das irgendwie besonders geballt dann gegen Ende des Spiels oder so, was wir vorhin schon so ein bisschen, oder verteilt sich das wirklich gleichmäßig aufs Ganze? Das verteilt sich gleichmäßig und es ist auch so, dann versucht der 6-mal in die Box zu spielen, davon kommen halt 4 nicht an. Das ist zu wenig. Da muss ich mich dann anders entscheiden. Da muss ich dann möglicherweise nochmal den Rückpass suchen oder irgendwas, wenn ich sehe, der Weg ist zu. Ja gut, aber das wirft mir ja dann auch wieder vor, wenn er das macht. Wenn er warum wirfe ich ihm einen Rückpass von der Grundlinie vor? Den wirfe ich ihm doch nicht vor. Nein, ich meine so generell, dass man sagt, er spielt die Falschen oder ich, vorhin, das war der Flo irgendwie, oder? Da gibt es auch, naja. Das sind diese falschen Entscheidungen, dass ich den Ball unbedingt in die Box reinbringen will, obwohl da viel zu viel Verkehr ist. Ja, ich muss doch die Verteidiger irgendwie schauen, dass die rauskommen aus der Box, damit ich da an der kleinen Box ein bisschen mehr Platz habe. Ich fand es auch extrem auffällig bei dem Spiel. Gerade in der ersten Halbzeit hat man es ja gut aus der Westkurve beobachten können. Sie sind wirklich bis zum 16er gut gekommen und dann hat es aber echt einfach am letzten Pass, dem berühmten, so echt gehapert. Jetzt war es nicht nur Vrenetzi, sondern auch viele Flanken, die einfach da ins Nirvana gesegelt sind. Woran liegt das genau? Ist das einfach fehlende Genauigkeit, fehlende Abstimmung? Wie würdest du das einordnen, Bernd? Ja gut, mit der Flankengenauigkeit, da tun sich alle Mannschaften in der Liga ein bisschen schwer. Oft ist es so, dass die Spieler zu früh flanken, dass ihnen quasi noch der Gegenspieler im Weg steht, ja, dass sie da den Weg nicht vorbeischaffen. Der Schröter macht es oft ganz gut, der nimmt einen raus, geht vorbei, spielt dann eine hohe Flanke, eine flache Flanke. Nach einer flachen Flanke aus der Box kam dann eben das Tor vom Schwarz. Mhm. Das war ein super herausgespieltes Tor, da braucht man nicht drüber reden. Ja, aber solche Sachen, und da stehen an dem Schwarz stehen da zwei Leute dran und trotzdem macht er das Tor. Ja, und solche Sachen passieren mir einfach viel zu wenig, dass der Spieler, der quasi einläuft mit Leuten, aber da immer noch ein bisschen Abstand hat, im quasi, ja, in der Aktion nach vorne immer noch ein bisschen Platz hat, dass der dann den Ball kriegt. Man spielt viel zu oft in die Masse rein, in die Verdichtung, da wo die Leute aufpassen, weil da mehr Leute sind. Und dann muss halt mal quasi der diagonale Pass nach schräg hinten kommen, wo dann ein Sechser einläuft oder ein Achter, meinetwegen. Ja? Und dass der dann draufknüppelt, so wieder frei, aber der schießt halt dann genau dahin, wo 4 Leute vorm Tor stehen. Ja, dass da einer den dann erwischt und das Schwarz den Nachschuss dem Torwart quasi dann an den Kopf schießt oder wie das passiert ist. Das ist halt dann wirklich eine falsche Entscheidung von dem Frei. Der Frei, wenn aufs andere Eck schießt, dann ist der vermutlich drin. Ja, und dann, ja, aber, und dann steht es 2-0 und dann haben wir wieder eine ganz andere Situation. Dann
sich da viel weniger Leute über das auf, was alles dann danach noch passiert ist, oder möglicherweise passiert das alles danach auch gar nicht. Und dann der Süleimani mit seinem Querpass da auf dem Guttau, wie wollt denn den spielen? Der hat doch gesehen, dass da neben ihm einer läuft. Oder hat er einfach nur auf den Ball geschaut und gedacht, ach, ich spiele jetzt mal nach rechts? Er hat ja auch nicht irgendwie einen Comlink in der Hand und sagt dann, Scotty, beam mir den mal weg. Ja, ich sag schon, der Bernd ist kaum zu bremsen heute. Dann leiten wir kurz mal zu Christian über. Die Tore haben wir besprochen. Bernd, stimme ich dir vollkommen zu. Tor für 60 schön echt rausgespielt. Tolle Vorarbeit vom Schröter, den der Christian von schon auch gelobt hat. Und Schwarz macht das dann ja wirklich in Torjägermanier. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Fang gemacht. Also drei Tore jetzt schon auf dem Konto in der Liga, das ist nicht ganz verkehrt. Ja, dann Ausgleich durch Marcel Bär, das hat wahrscheinlich jeder vorhergesagt vom Spiel, weil jeder 60-Fan ist es gewohnt, jeder weiß Bescheid und so kam es dann natürlich auch. Wobei man dazu sagen muss, er hätte ja vorher schon treffen müssen, also vor allem das dicke Ding da kurz vor der Halbzeit, Wahnsinn. wo er ein Luftloch schlägt, eigentlich frei vom Tor und da weiß er wahrscheinlich selber nicht, wer den nicht trifft. Ja, es ist ja auch, muss ich jetzt noch mal kurz einhaken, es ist ja auch so gewesen, dass wir auf diese langen Bälle von Aue überhaupt keine Antwort hatten. Das war ähnlich wie gegen Sandhausen, nur nicht in der hohen Frequenz, wie die das gemacht haben. Wenn Aue das lange Ding geschlagen hat, die hatten ihre Leute da und unsere waren halt eben irgendwo. Wenn du Ja, gerade da war in der ersten anhängst. Halbzeit ab Minute 25 waren da schon so ein paar Dinger, wo ich mir gedacht habe, Leute, jetzt müssen wir da mal die Absicherung ein bisschen besser hinkriegen. Aber auch das hat nicht funktioniert. Und dann Feld überlegen waren wir natürlich, aber deswegen hat trotzdem Aue mehr durchgebrachte Positionsangriffe als wir. Ja, also das ist auch so eine Sache, wo man sich dann fragen muss, wie kann sowas eigentlich passieren? Ja, dass wir daheim so trotz eigentlich gutem optischen Aussehen trotzdem weniger durchgebrachte Positionsangriffe haben und am Ende aus diesen Positionsangriffen auch noch über 25% weniger Schüsse aus den Positionsangriffen rausbringen. Und jetzt über die Standards reden wir ja gar nicht. Wir haben 11 Standards und schaffen es aus 11 Standards in Tornähe, davon 9 Ecken, genau zweimal aufs Tor zu schießen. Ja, die anderen haben 6 Standards und machen 3 Schüsse. 5% versus 50%, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe. Nee. Jetzt Du wollte ich hast eigentlich noch auf das 20 1 zu Prozent 2 versus eingehen, 50 weil der Christian, Prozent. glaube ich, eine gute Sichtposition drauf hatte. Ist natürlich wieder ein bisschen ausgeartet, weil der Bernd on fire ist heute. 1 zu 2 durch Thiel, dann 87. Minute. Die Szene davor war schon mal diskussionswürdig mit dem Quadwo. Wie hast du es gesehen? Foul? Ja, nein? Also, ich wollte übrigens noch eine ganz wichtige Sache loswerden. Süleymani und Frei, können die bitte mal unterschiedliche Schuhe anziehen? Weil die haben so eine ähnliche Statur, die haben die gleiche Frisur. Dann habe ich mir irgendwie Der gedacht, können die Frei hat die vielleicht. Tattoos auf dem Arm. Ja, das ist doch ein alter Mann mit einem künstlichen Augengelenk, künstlichen Dingen. Nicht auf die Entfernung, sieht doch keine Tattoos. Ich finde das Die haben wahnsinnig. aber auch unterschiedliche Nummern auf dem Rücken. Meinst du, dein Die? Sehnerv Die ist haben Nummern auf eingeschlafen? dem Rücken? Haben die auch, Bernd, aber manchmal sehe ich den Rücken nicht. Ich finde, mich nervt es. Ich will, dass der eine soll schwarze und der andere weiße Schuhe anziehen. Dann kann ich mich an den Schuhen unterscheiden. Punkt. Als ob das mit dem grauen Star noch erkennbar ist, was der für Schuhe anhat. Apropos Farbe. Apropos Farben, da wollte ich noch was anderes. Das habe ich nämlich vorhin bei der Stimmung vergessen. Ganz wichtiger Punkt jetzt noch. Hat nichts mit dem 2-1 zu tun. Sorry, Jan. Ich schaue rüber auf diese Stehhalle und ich sehe da wirklich zwei oder drei Leute mit knallroten T-Shirts sitzen. Und das ist was, ich werde viel verlacht, weil ich hier mal gefordert habe, die Leute sollen ihre Schals mit ins Stadion nehmen und Schalparade und so. Aber was ist denn das? Man geht doch nicht mit rotem T-Shirt ins 60er-Stadion. Das weiß man doch, dass das irgendwie geil ist und dass da blau die vorherrschende Farbe ist oder meinetwegen irgendeine andere Farbe. Aber das hat mich ehrlich gesagt erschreckt. Ich Ja, meine. vielleicht waren es Lauterns-Fans. Glaube ich nicht mal, aber selbst die gerne willkommen, aber bitte nicht mit roten T-Shirts bei uns. Das mag ich, das passt nicht. Und das habe ich jetzt hier mal gesagt. Ein Appell an
die Menschheit. So. Die, Und jetzt aber wolltest die du wissen, Menschheit genau. im Also Gesamten. faul oder nicht faul. Der schubst den schon, ja. Andererseits, der Soleimani, sag ich schon, der Quato, der ist ja da überhaupt nicht, also kaum beeinträchtigt durch den Schubser, was ich tatsächlich, das kann man dann diskutieren, ob man das abpfeifen muss oder nicht, aber entscheidend ist, wenn er auf den Beinen bleibt und nicht theatralisch fällt und leidet, wie es der Fall ist, was ja gut ist, dann muss er sich doch sofort umdrehen und muss wieder in den Zweikampf kommen und muss sofort wieder an den Spieler dran. Und das so ein bisschen wie unsere Diskussion letzte Woche in Sandhausen, Frenesi war es, glaube ich. Ganz andere Situation und auch an einer anderen Stelle, aber da will ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken, ob der Schubs jetzt ein Foul war oder nicht. Er muss, nachdem er nicht zu Fall kommt und nachdem man nicht so da leidet unter diesem Schubser, muss sofort wieder drauf und dran und nicht zuschauen. Und das ist auch wieder dieses, wo ich so das Gefühl habe, er hat dann erstmal überlegt oder war irgendwie, ja, langsam einfach. Genau, ja, und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Aber das mit dem Foul, ich würde es vielleicht so beschreiben, wenn es gegen uns, also wenn wir gefoult worden wären an der Stelle, wäre es der klarste Elfmeter. Jetzt sagen wir alle, es ist kein Foul, es ist irgendwo ein Mittelding aus, wenn er es pfeift, kann man sich nicht beschweren, wenn er es weiterlaufen lässt, ist auch okay. Also der Rafati hat das ja auf Liga 3 online besprochen und der hat genau das gesagt, was der Christian gesagt hat. Also wenn er sich fallen lässt, dann kriegt er den Pfiff. So reicht's nicht. Und ja, aber dann finde ich den Fehler. Das danach haben ja dann ein paar Leute dann noch als mögliche passive Abseitsposition vom Thiel gesehen. Wäre vielleicht sogar drin gewesen, wenn nicht zwei Leute von uns den Ball gehabt hätten, weil der ist ja zuerst vom, wie heißt der, Ludewig abgeprallt und dann nochmal vom Verlat. Ist das dann quasi eine neue Spielsituation? Das ändert dann, glaube ich, die Spielsituation, wenn ich das mit den seltsamen Regeln, die da mittlerweile herrschen, richtig erfasse. Hat der Rafati eigentlich auch doch gesagt, den Fehler, wenn ein Foul erst ein Foul ist und du dich hinlegst und theatralisch fällst, weil davon wollen sie ja die ganze Zeit wegkommen von dem ganzen Zeitspiel, dann muss ich aber auch eine Situation, wenn einer halt mal stehen bleibt, wenn er gefoult wird, auch pfeifen, weil es halt auch ein Foul ist. Naja, nein, umgekehrt ist es. Du musst die Kultur entwickeln, dass man sich eben nicht fallen lässt. Weil sag ich ja. Wie? Sag ich ja. Dass ja. du, wenn er sich nicht fallen lässt, dass du es auch abpfeifen musst. Weil nein! Was ist das? Ach so. Ja, oder... Oder? Bin ich dir zu schnell? Verstehst du mich? Ich verstehe. Ich will, dass sowieso weniger abgepfiffen wird, Flo. Ich will so ein bisschen, das ist ja ein... Christian, was ich meine ist, es ist ein Foul, wenn er sich nicht fallen lässt. Der Schiedsrichter soll davon wegkommen, dass er nur pfeift, wenn er hinfällt. Der Schiedsrichter soll davon wegkommen, bei sowas überhaupt zu pfeifen, egal ob er hinfällt oder nicht. Das ist mein Ding. Verstehst? Weil ich will nicht dauernd, dass sowas ja, abgepfiffen aber wenn's wird. Aber wenn es halt ein Foul ist, wenn einer zieht oder schubst oder was weiß ich, wo es halt ein klares Foul ist und der fällt hin, berührt ihn. Freistoß, aber er bleibt stehen, dann sagt er, ja, ist ja nicht so schlimm. Nee, entweder ist es Foul oder nicht. Er berührt ihn mit dem Ellenbogen am Rücken. Er drückt ihn schon weg, das sieht man schon deutlich. Der Ellbogen bewegt sich ja in dem Moment, wo er dran ist. Ja, der geht ja vom Körper weg, sein Ellbogen. Mich hätte noch interessiert, was sagt der Rafati zum Zweikampfverhalten von Quadro? Da sagt er wahrscheinlich nichts, dass der danach aber wieder in den Zweikampf muss, nachdem es Das ist ja auch nicht im Rafati sein Ding, weil der Schade. Ist und kein Trainer. Okay, ja gut. Er hat sich leider auch nicht geäußert zu der Absichtssituation. Das hat mich auch interessiert, was Rafati dazu sagt, weil, wie Bernd schon sagt, die Regeln sind da nicht so eindeutig, dass man jetzt sagen könnte, ist klar abseits oder ist nicht klar abseits. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht, diese Ballrichtungsänderungen durch Abpraller. Ich dachte eigentlich, dass eher so eine neue Situation nicht durch Abpraller entsteht, aber gut. Sei es, wie es ist, wir haben verloren. Nehmen wir jetzt mal hin. Wo ist, wenn das Tafel umgehängt wird in der Weste? So. Entschuldigung, red weiter. Weisheit können wir mal einführen. Einzelanalysen haben wir noch besprochen. Auf dem Hiller können wir, glaube ich, noch eingehen. Ja, ohne den verlieren wir das Höhe. Bernd hat es in der Taktiktafel geschrieben. Er hat gehalten, was zu halten war. Zweimal war es halt nicht zu halten, aus seiner Sicht. Christian, schließt du dich an oder wie siehst du den Marco im Moment? Ja, also ich finde es spannend tatsächlich, weil am Anfang, wie gesagt, da hieß es ja plötzlich, oh, und wackelt der und vielleicht der, ich habe den Namen falsch, den Richter hieß der, den wir da ausgeholt haben, oder? Ja. Ja.
Und ja, und da finde ich eigentlich, das hat er angenommen. Ich finde auch, dass er in der Spieleröffnung jetzt, das haben wir aber auch schon, glaube ich, mal besprochen, oder? Dass da auch mehr kommt von ihm. Also ja, gefällt mir gut und ich bin ganz froh. Also es war ja in Sandhausen auch schon so. Ich meine, wir verlieren das 3-0, aber da hat er ja auch das eine oder andere. Ja, gibt es ja diese Diskussionsszene da mit dem Abgefälschten vom Quattro, aber da waren wir uns hier, glaube ich, auch einig, dass er den, dass das völlig in Ordnung ist, dass er den nach vorne. Aber mir ist aufgefallen, der Hiller macht ja immer dasselbe. Der springt einfach so in der Position so und streckt seine Beine aus. Also, weiß es nicht. Wird einfach flach vorbei. Also, wahrscheinlich wird der Ball verhungern, weil ich keine Kraft im Fuß habe, aber ich würde halt versuchen, entweder ihn zu überlupfen oder halt den Ball oben durchzuschieben. Weil anders Als kommst du, weil er macht aber das, was er da machen wurde ja muss. eine Schuss von der linken Seite, Ich meine jetzt, wenn du auf ihn der Auer zuläufst. kommt. Ich meine es Ja, nur, wenn du auf ihn zuläufst. okay, da hat er einmal gegen einen Bär wunderbar gerettet. Da hat er Ja, meine ich wahrscheinlich ja, in der genau letzten. gewusst, Da. was der Bär auch macht. Ja, da hat er wahrscheinlich auch genau gewusst, was der Bär auch Ja, macht, weil klar. er lang genug und gut genug kennt. Man kannte Und sich ja hat genug es immer. so mit verhindert, aber da, wo dieser Schuss von der halblinken Strafraumposition von den Auern kommt und der Hiller fischt ihn quasi dann aus seinem rechten Eck raus. Das war schon aller Ehren wert auch, ja. Ja, der Also springt ja nicht mit beiden Beinen und Armen voran auf dich drauf, wenn du schießt. Ich meine, das ist ja, wenn, also, wenn du aus der Distanz schießt und er sicher im Tor ist, weil ich meine, jetzt im 1 gegen 1 oder wenn er rausläuft. ja, im 1 gegen 1, da hast du halt als Torwart normalerweise eh immer blöde Karte und dafür macht der Hiller das wirklich Ja, klasse. er macht's überragend, aber er macht halt immer dasselbe und es ist einfach super effektiv. Und du hast ihn jetzt entschlüsselt und jetzt wissen es alle Stürmer und ja, und dann sind wir schuld an allem. Oder Wir geben du. auch gerne die Nummer dann vom Flobo weiter an die Gäste, dann können sie sich Ihr wisst doch, informieren. wer eh immer an allem schuld ist, das bin nicht ich. Einen hätte ich noch an Bernd gerichtet. Niki Lang ist ja neu in die Startelf gerückt, haben wir ja irgendwann mal vor ein paar München, habe ich das erwähnt. Hast du da auch Zahlen vorliegen? Weil manche machen ja die. Also er muss ja in der Schlussphase dann raus, verletzungsbedingt. Ich glaube, der war leicht angeschlagen. Hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Ludewig kam dann für ihn rein. Manche machen so ein bisschen das als Turnaround so ungefähr aus, diese Spielzeit. Hat das mit Niki Lang zu tun oder ist das unabhängig von ihm zu sehen? Ja, ich sehe das jetzt nicht unbedingt abhängig vom Lang, weil der hat meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt seinen besten Tag gehabt. Wenn ich euch jetzt die Zahlen vom Lang vorlese, dann wird es dunkel. Er hat 29% seiner defensiven Zweikämpfe gewonnen, kein einziges Laufduell ging an Ball. Hat drei abgefangene Pässe, zwei gewonnene Kopfballduelle. Und ja, hat halt jetzt nicht unbedingt seinen besten Tag gehabt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, über Lang seine Seite ist jetzt nicht ganz so viel passiert. Von Aue, ja. Also, das, ja, für mich Danach dann hat er jetzt schon. eher einen schlechten Tag erwischt. Ja, und danach wurde es dann so, dass wir eben nicht über die Seite, auf der der Lang ausgewechselt wurde, die Tore kassiert haben, sondern über die andere. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass man die Auswechslung vom Lang unbedingt mit einem Knackpunkt da bezeichnen muss. Also Christian gute hört Besserung mir. übrigens an Niki Lang, wenn er verletzt ist. Das ist natürlich schade. Und mir fällt es echt schwer, jetzt diese Zahlen da vorzulesen, weil das ist ja pur aus unserer eigenen Jugend und bevor ich die angehe, warte ich normalerweise immer lange Zeit ab. Lang. Flo, Das was klingt wollt? für mich, das klingt nach, für mich nach besoffenem Stehhallengrandler am Grünspitz, die Aussage. Ja, der Lang, der war der beste Spieler und danach ist alles scheiße und der Jakobacci und klingt genau so für mich.
Flo, abschließend noch an dich vielleicht die Frage. Drei Einwechslungen haben wir gehabt. Soleimani für Celmiyahu in der 62. angesprochene Ludewig für Lang in der 74. und Lagemacher 88. für Tarnath. Wie bewertest du die frisch reingekommenen Kräfte? Hast du irgendwie was zum Positiven bemerken können oder Naja, Lagenmacher muss früher kommen. halt, stopp, Achso. Bernd, jetzt muss der, das darf der Flo erstmal. Danach Entschuldigung. darfst du. Entschuldigung. Danke. Nee, ja gut, Lagenmacher. Ja, normal musst du entweder nach dem 1-1 einen offensiven runternehmen und einen defensiven bringen oder einen offensiven rein und einen defensiven raus, je nachdem, wie du spielen willst. Aber dann nach dem 2, es war mir ein bisschen zu spät. Also also ich verstehe, dass der Lagenmacher gekommen ist. Ich sehe den Wechsel als nicht zum richtigen Zeitpunkt an. Aber gut, in der 88. Stürmer bringen ist halt normal eigentlich, wenn du hinten liegst. Den Soleimani fand ich leider irgendwie nicht so gut. Er hat mich ein bisschen enttäuscht. Nicht so stark wie der Bonga beim letzten Mal, aber war jetzt auch nicht viel besser. Und Ludewig für Lang unauffällig. Echt? Also Ludewig ist mir nicht so negativ aufgefallen. Ich fand den ganz schön unsicher, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt schon mal hier beim Eingemachten sind, aber Ja, aber der ich hat da Unsicherheit nochmal auf die. reingebracht. Ich glaube, deswegen wird der Lang auch dann so gelobt, obwohl der Bernd ja belegen kann, dass das auch nicht so das Glänzende war. Das kann sein durch die Körpersprache, aber ich habe. Also die Tore sind nicht über seine Seite gefallen, heißt, er Das hatte stimmt. nicht die entscheidenden Fehler oder das entscheidende Duell verloren, was ja nicht mal ein Fehler sein muss, aber du verlierst halt trotzdem. Deswegen ist mir der jetzt nicht so negativ aufgefallen. Jetzt Bernd, dann darfst du jetzt noch. Ja, also grundsätzlich denke ich, dass erst einmal der Zainulabu sehr, sehr gut gespielt hat. Allerdings ist mir aufgefallen, dass er ein bisschen selten angespielt worden ist, obwohl er frei rumgelaufen ist und durchaus den Ball hätte bekommen können. Aber irgendwie hat man es vermieden, ihn, wenn er 10 Meter Platz vor sich hat, den Ball zu geben. Was ich jetzt nicht so ganz verstehen kann, warum die Spieler das machen. Dann, wenn ich da wechsle, dann nehme ich nicht den Zainulao, der in seinen Aktionen grundsätzlich gut war, runter, sondern eben den Frenetzi, der sich ein ums andere Mal auch in der eigenen Hälfte verzettelt hat. Und ob ich dann jetzt den Süleymani bringen muss, der bisher in noch keinem einzigen Spiel wirklich positiv aufgefallen ist, weiß ich auch nicht. Und dann zerstört genau der Spieler den Konter, der möglicherweise zum 2-0 führen kann. Das weiß man vorher natürlich nicht, aber ich denke mal, dass wenn ich den Zainulabu runternehme, dann bringe ich den Lakenmacher. Und ja, mei. Das mit den Dann Wechseln ist haben wir halt. noch zwei Spieler mehr auf der Bank sitzen, die wir einwechseln können. Also wir haben noch zwei Auswechslungen in petto. Bei dem Wetter, es war heiß, die Spieler, man hat gesehen, da sind einige platt und genau die lasse ich drauf. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll mit meiner Aufregerei, weil es mir so tierisch nervt. Aber diese Kritik an Wechselverhalten, die zieht sich auch so durch die Geschichte, oder ich weiß nicht, ob das bei anderen Vereinen auch so ist. Michael Köllner wurde auch immer viel kritisiert. Das war von Anfang an, wo er viel kritisiert wurde Der für Bierhoff kann doch auch Wechselverhalten. schon, dass er zu wenig gewechselt hat. Auch schon, gell? Biro zu wenig, der Kölner dann Ja, zu Kölner nicht zu spät. wenig, sondern Kölner immer zu spät. Zu spät. Jetzt Jakobacci wechselt falsch. Ja, da Also, wechsle ich bin ich. schon bei dir, ich sehe das inhaltlich schon auch, aber ja, Ja, aber es hilft uns ja nichts. Wir müssen das ja ansprechen. ja, klar. Wir können ja nicht sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben jetzt 3 Spiele verloren, gehen wir in Nein, eine nein. 2 Wochen lange Länderspielpause und freuen uns drüber. Nein, nein, bin ich bei dir. Nur das ist so eine Analyse, die immer wieder, die immer wiederkehrt, das Ja, Wechseln. die ist natürlich hin und wieder auch mal ein bisschen unberechtigt und dann auch der Wut der Leute geschuldet und Das Lustige ist ja, muss dieses man. Enolau-Wechsel ist ja direkt danach, direkt gibt es dann diese eben diese Doppelchance, die wir hier schon in ausführlicher Breite besprochen haben.
Also, weil dann, wenn da das 2-0 fällt, wie gesagt, vielleicht gewinnst du es und dann alles richtig gemacht. Nein. Hilft dir nichts. So. So, haben wir ausführlich die dritte Niederlage gegen Aue besprochen. Würde ich sagen, Haken dran. Außer es kommt noch ein Einwand, aber den Bernd, glaube ich, könnten wir heute gar nicht mehr stoppen. Deswegen setze ich mal einen Haken. Kleines Intermezzo haben wir vor uns. Präsident Robert Reisinger war jetzt lange ja, abgetaucht, von der Bildfläche verschwunden, wie man es formulieren möchte. Hat sich jetzt im Interview mit der Bild-Zeitung zu einigen Punkten geäußert, die in letzter Zeit so vorgefallen sind, wo die Bild-Zeitung mal fragen wollte, wie es eigentlich läuft. Er hat eigentlich öfter mal gesagt, er kommentiert keine Namen, hat aber dann doch an gewissen Stellen schon Namen ins Spiel gebracht. Also namentlich genannt hat er nicht Horst Held, der wohl sein Kandidat war und nach einem Gespräch mit Saki Stimonjaris, wie wir berichtet haben, auch dann abgesagt hat, weil eben die Hamm-Vertreter ihm signalisiert haben, dass er eben nicht erwünscht ist und quasi nicht die Zustimmung von dieser Seite hat er dann eben nicht bekommen. Deswegen hat dann Held wiederum gesagt, er macht das nicht, er möchte nicht bei 60 der anfangen. Reisinger hat danach im Interview auch eben gemeint, er hätte ja mit 50 plus 1 ihn durchaus einsetzen können, aber allein schon, weil Held eben kein Interesse hatte, war das einfach kein Sinn. Und er meint auch selber, wenn es keine Zustimmung vom Mitgesellschafter gibt, dann hat das alles keinen Mehrwert. Dann hat er ziemlich konkret genannt, wie die Kaderplanung abgelaufen ist. Da fallen die Namen Anthony Power, Jakobacci, Stimonjaris und auch Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeiffer zusammen mit einer fachlichen Beratung, das wohl auch gerüchteweise, wie die Bild-Zeitung schreibt, Max Kotny sein soll, den wir ja noch von Türkgücü früher kennen. Der hat ja bereits Jakobacci bei 60 überhaupt ins Spiel gebracht. Thomas Hitzlsperger ist wieder im Rennen als Sportdirektor, soll wohl selber Interesse haben und auch beide Seiten können sich wohl diese Personalie gut vorstellen. Also da waren viele Punkte drin. Christian, vielleicht an dich jetzt mal an Stelle, du hast das Interview ja auch gelesen. Wie ordnest du es inhaltlich und Zeitpunkt und überhaupt, wie ordnest du es für dich ein? Woher weißt du oder warum glaubst du, dass ich das gelesen habe? Weil du natürlich über alles informiert bist, weil du bei 60er.de Ich habe vollumfänglich alles bist. tatsächlich dieses Interview echt nur überflogen und habe dann eher so ein paar Sachen, die drüber geschrieben worden sind, gelesen. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich habe letzte Woche in der Sendung ja extra auch versucht, haben wir das ein bisschen umgangen, dieses, wo es schon so aufkam mit diesem Streit innerhalb des e.V. und so. Ich finde es auch teilweise schwierig, weil man die Leute auch persönlich kennt. Teilweise mir ist die Motivlage oft nicht so ganz klar, betrifft auch diese Wortmeldung vom Hans Sitzberger in der PK. Also ich finde das alles schwer irritierend und ich will mich jetzt aber hier auch nicht hinstellen und sagen, das ist das Letzte, dass der Robert da dieses Interview der Bild gibt. Das ist schon auch legitim. Darf sich auch äußern oder so, ja. Aber die Motivlage finde ich aktuell bei allen Protagonisten, bei allen Beteiligten extrem schwierig zu durchschauen. Und mir ist nicht so ganz klar, was eigentlich das, ja, wo das alles dann hinführen soll im Endeffekt. Und ich finde, es ist immer so leicht, wenn man sagt, hockt euch halt alle mal an einen Tisch. Aber im Endeffekt, so wie das momentan dann abläuft und alles über die Öffentlichkeit und so weiter, es ist auf jeden Fall der schlechteste aller Wege, weil das hilft nur denen, die da davon teilweise kommerziell Nutzen haben, wenn sich da besonders viel Unruhe ist und dann Klickzahlen in die Höhe gehen, wenn man irgendwelche skandalträchtigen Dinge dazu verfassen kann. Das Lodo ist das, was nix, ich das dazu heißt, sage. Lodo nix, du heißt, du schließt dich der Meinung an? Ja. Er schluckt sich Erstmal der junge Mann schon husten. wieder. Scusi. Soll ich vergessen, was Christian gesagt hat, verdammt. Nee, ja. Es ist halt schwierig, du weißt halt nie, was im Hintergrund wirklich gesagt wird. Wir haben jetzt halt die Aussage vom Reisinger. Dann kam ja heute theoretisch ein Gegending oder gestern vom Saki. Das, was ich mir jetzt nicht angeschaut habe, aber der wird wahrscheinlich irgendwas anderes gesagt haben, sonst wäre das nicht sofort danach gekommen. Und ich denke mal, dass du halt dann von fünf verschiedenen Leuten fünf verschiedene Stories hast, von allem irgendwo wahrscheinlich ein bisschen war es und dann kannst du deine eigene Geschichte zusammenbasteln. Du wirst halt nie erfahren, was da hinten passiert, was auch gut ist, dass du es nicht erfährst, weil ich glaube, es wäre nicht gut, wenn interne Sachen an die Öffentlichkeit kommen. Ja, was du schon sagst, ich glaube, von Einigkeit sind wir jetzt mittlerweile meilenweit entfernt. Auch innerhalb vom Präsidium ist herausgekommen,
gab es Meinungsverschiedenheiten. Also das ist ja auch alles, darf es ja auch mal geben, aber gut. Hoffen wir mal, dass sich die Lage wieder so irgendwann mal ein bisschen beruhigt, wobei das Sportliche gerade ja nicht dazu beiträgt. Man drei Niederlagen in Folge, wird es auch schon wieder langsam unruhig in der Fanlandschaft. Sind wir mal gespannt. Bevor wir zum nächsten Ligaspiel kommen, sprechen wir noch kurz mit Flo, glaube ich, am besten über das Toto-Pokal-Achtelfinale bei der DJK Hain. Du machst dich morgen auf den Weg, 350 Kilometer fast bis Aschaffenburg, und wirst auf Kunstrasen das Achtelfinale verfolgen. Freust dich schon? Wann ist Anpfiff? 18 Uhr, gell? 18 Uhr ist Anpfiff. Das Problem ist, ich hätte gern gesagt, es könnte gerne eine Stunde später sein, dann bist du halt noch später daheim. Also, wird es nicht einfach am Freitag spielen können oder am Samstag oder am Sonntag? Es ist eh Länderspielpause. So, klar, Guter das jetzt Punkt. wie gesagt, hat auch Liga-Betrieb, aber so am Wochenende wäre es mir lieber gewesen, aber ja, fahren werde ich halt trotzdem. Ist ein guter Punkt, das hätte man eigentlich machen. Warum? Das machen sie nicht, weil die halt selber im Liga-Betrieb sind, oder wie? Das hätte man locker an diesem spielfreien Wochenende im Toto-Pokal. Und ich glaube, dass es dann auch nicht, die wollten ja extra heimbleiben mit den 1800 Karten. Und ich glaube, die wollten auch nicht so viele Münchner da haben. Okay. Und dann passt der Termin wieder. Das Kann sind ja nur die ich mir Verrückten. vorstellen. Ja, es Wenn sind die nur noch jetzt. 1500, die verkauft wurden, was ich jetzt gelesen hatte. Von daher. Ja, und wenn du jetzt halt nach Würzburg gegangen wärst, hättest du halt am Wochenende spielen können, dann hättest du da schon ein paar Leute zusammengebracht, denke ich mal. Aber so, also das, was sie wollten, haben sie. Das, was wir wollen, haben wir teilweise. Also quasi alle zufrieden, mehr oder weniger. War lieber nach Heiner als zum achten Mal nach Illertissen. Die DJK Hain tritt in der Bezirksliga Unterfranken West an momentan. 6 Spiele sind da schon absolviert. 5 Siege, ein Unentschieden. Also in der Liga läuft es absolut. Ja, im Pokal auch überraschend in die dritte Runde. Es ist das Achtelfinale gekommen. Freuen sich jetzt auf das Spiel des Jahres gegen 60. Und wäre sehr früh auch schon entschieden. Eigentlich schon vor der Auslosung mehr oder weniger unter der Hand so ein bisschen gesagt, ja, dass sie gegen 60 spielen wollen. Und eigentlich, ja, legitim, wenn sie sagen, sie möchten zu Hause da auf ihrem Sportgelände spielen und eben nur die 1500 verkaufen, dann deren Entscheidung auf Kunstrasen sicherlich auch eine spannende Erfahrung für die Spieler. Haben am heutigen Montag schon auf entsprechendem Geläuf da an der Grünwalder Straße trainiert, um sich ein bisschen vorzubereiten. 60 fährt dann morgen Vormittag los um 11:15 Uhr. Also da sind doch die Chancen recht hoch, glaube ich, dass sie, auch wenn Stau ist, pünktlich ankommen und dann einigermaßen gut wieder nach Hause kommen. Danach haben sie ja frei, wie besprochen, Länderspielpause. Und ja, dann geht es gegen Michael Köllner und Jannik Deichmann, gegen den FC Ingolstadt. 5 Spiele sind auch in Ingolstadt gespielt. Ein Sieg, ein Unentschieden, 3 Niederlagen. Zunächst Auftaktniederlage gegen Erzgebirge Aue, kennen wir irgendwie. Dann gab es einen deutlichen Heimsieg gegen Halle, die jetzt wiederum gegen Sandhausen gewonnen haben. Also diese Liga ist einfach Crazy. nicht auszurechnen. Und die letzten 3 Spiele waren eine Niederlage in Münster, ein Unentschieden gegen Saarbrücken und jetzt am Wochenende verloren gegen Dresden, wobei ja da auch diese recht umstrittene rote Karte gegen den Kapitän war, der dann wahrscheinlich trotz allem gegen uns ausfallen wird. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Christian, wirst du dich auf dem Weg nach Ingolstadt machen oder verzichtest du? Selbstverständlich, Ingolstadt ist, finde ich, immer eine Reise wert. Es ist nicht weit. Wir fahren dahin, wir rocken da den Laden. Da ist dann da einmal auch richtige Fußballatmosphäre. Das haben sie ja sonst nicht so wirklich. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Also, ich bin schwer motiviert und freue mich drauf. Von wie vielen Punkten fahren wir nach Hause? Es ist ja das erste richtige, ist ja schon so dann der Krisengipfel irgendwie, ja, weil es ja beide doch irgendwie andere Ambitionen, also zumindest ja, vermeintlich oder Ambitionen haben und das schaut ja noch nicht so gut aus. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem Punkt zufrieden sein müsste. Ich will natürlich immer 3 Punkte mitnehmen, aber wahrscheinlich müsste man da jetzt sogar sagen, mit dem Unentschieden müsste man einverstanden sein. Ich sage, wir 60, fahren mit 6 nach Hause. 60, Wie 60 mit auf was? Platz Mit 12. 6 Punkten. Okay. 60 auf Platz 12, Ingolstadt auf Platz 16 aktuell. Mit den angesprochenen 6 Punkten, Flo. Immer eine Reise wert, schließt du dich Christian an oder kannst du es langsam nicht mehr sehen? Gewinne einfach 8-0, dann kriegen wir 6 Punkte und fertig.
Auch Nee, schön. also ich weiß nicht, Ingolstadt möchte ich halt gewinnen, so. Wird nett. Setze mich, bin am Tag davor beim Derby, Nürnberg führt, setze mich dann aus Nürnberg am nächsten Tag entspannt in Zug, werde danach aus Ingolstadt eventuell, je nachdem, wie sich's ausgeht, noch auf ein, zwei Mass auf die Wiesen schauen. Dann haben einen guten Plan. Jannik Deichmann war schon fünfmal im Einsatz, also jedes Spiel bisher. War übrigens auch nach Ingolstadt, nur Ja, du so. bist da leicht dran, junger Mann. Du bist aber heute auch ganz schön langsam. Ja gut, ich dachte es aber auch. Nein, Jannik Deichmann hat fünf Einsätze, zwei Assists. Bernd, du hast ihn natürlich noch nicht. Jetzt ist der Bernd nämlich dran. 2 Sekunden vorher schaltet er sich ein. Hast du natürlich noch Zeitgründen noch nichts genau zu Gemüte geführt? Was erwartest du gegen Ingolstadt? Einfach vielleicht auch persönlich. Geht es dir wie Flo, dass du mal unbedingt gewinnen willst? Persönlich erwarte ich von jedem einzelnen Spieler, dass der brennt und denen die Kiste vollhauen will. Ja, und zwar nicht eigensinnig, sondern als Mannschaft. Ja, ich möchte da ein Kollektiv sehen auf dem Platz, das weiß, was das Spiel im Prinzip bedeutet. Für Ingolstadt bedeutet vermutlich viel, viel mehr als für uns, sowohl für deren Trainer als auch für den Herrn Deichmann. Ich habe schon mal gesagt, ich habe kein Problem damit, dass einer wechselt, wenn es nicht mehr passt, da wo man ist. Aber dass man dann ausgerechnet dahin geht, hat mich wirklich sauer gemacht. Und ja, also ich erwarte da eine kollektive Leistung, wo man hinterher, egal wie das Spiel ausgeht, vom Platz gehen kann oder aus dem Stadion gehen kann und sagen kann, die haben alles gegeben, jeder hat sich für das Wappen auf der Brust zerrissen und nicht für seinen eigenen Sparstrumpf. Das Lustige ist ja, wenn wir jetzt ein paar mehr Leute noch dabei hätten, die irgendwie noch eine gemeinsame Zeit irgendwie mit dem Kölner hier gehabt hätten. Aber wenn wir da mit 6 oder 7 oder wie viele Neuzugängen unterwegs sind, dann ist das für die ja, ist das ja überhaupt kein Thema, irgendwie so als zusätzlicher Anreiz zu sagen, ah ja, da müssen wir jetzt schon nochmal besonders liefern irgendwie. Das muss aber jedem klar sein. Das ist ein Spiel von zwei oberbayerischen Mannschaften. Und da muss man einfach wissen, wer am Ende den Hut aufhaben soll, ja. Ja, ich bin schon da auch bei dir. Ich finde übrigens eine andere Frage noch sehr spannend. Ich bin ja in der Regel kein Trikotträger, aber ein besonderes, ist hier auch schon diskutiert worden, besonderen Feiertagen ziehe ich gerne mal ein Trikot an. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob man nach Ingolstadt mit einem der Wiesentrikots aus den letzten Jahren vielleicht fahren sollte, weil es ja auch ein Wiesenspiel ist und so. Und das sind die Dinge, die mich jetzt beschäftigen. Ich bin jetzt bis dahin auch ein paar Tage im Urlaub, da werde ich jeden Tag drüber nachdenken. Also Über zu das Essen müssen wir Heimspielen jetzt auch noch Karls, reden. auswärts in Ne? Ingolstadt, Aufruf von Christian Jungers, das Wiesentrikot auspacken aus dem Schrank. Ja, ich glaube, ich passe in kein Wiesentrikot, was ich je besessen habe, noch rein. Oh. Ist halt bauchfrei. sehr schick. Wir sind ja dann auch wieder alle da. Gell? Das ist ja auch schon wieder super. Die ganze Crew, die hier dummes Zeug redet, ist dann auch in Ingolstadt vor Ort. Schaut euch einfach nochmal die letzte Folge an. Ich glaube, wir hatten das Thema letztes Mal schon. Ehrlich? Da habe ich Ich einen Schluss. weiß Das ist nicht. hier kein Ich... Schwanzvergleich, bitte, ja. Ja, Ah, jetzt sag das doch. Gut. Mittendrin stand nur dabei der alte Slogan eines Sportsenders, den es nicht mehr gibt, glaube ich. Oder haben die den noch? Ich weiß gar nicht. Den Slogan gibt es, glaube ich, nicht mehr und der Sender heißt jetzt auch anders. Alles ist anders, aber wir sind noch da und immer mit dabei. Übrigens, wir haben erst einmal vor Zuschauern in Ingolstadt verloren. In dem Audi-Park da, oder was? Echt? Einmal vor Zuschauern haben wir auswärts verloren. Da war ich. War an einem Montag, wie alle Spiele in Ingolstadt. Oder meinst du jetzt nur in der dritten Liga? Nee, generell, oder wie? Generell. Es war übrigens ein Freitag. Ah, oder Montag. Ja. Stimmt, Ein gefühlter Montag. Freitagabend. Scheiße. Aber irgendwann war es auch mal Montag unentschieden, öfter mal schon. Egal. Ja. Ja, wo der Beister den Den Rest Bärzi gab's.
wo der Beißer den Berzel einfach getötet hat. Das war genau die deutlichste rote Karte, die ich je im Stadion gesehen habe. Und das wird ja auch lange bleiben. Das war das zweite Auswärtsspiel von Michael Köllner bei uns. Nach dem in Haching, dem Sieg in Haching, war das dann sein zweites Auswärtsspiel. Ein 2:2, gell? Ja. Ich erinnere mich aber auch an irgendein Unentschieden in der zweiten Liga nochmal, auch an einem Montag, am Ingolstadt. Immer. Naja, dann hoffen wir, dass diese Statistik sich weiter zugunsten der Löwen ausbauen wird. Bedanke mich schon mal bei euch dreien für die nette Runde heute Abend. Bernd, ich hoffe, du hast dich wieder den Puls ein bisschen runtergefahren nach der Anfangsphase. Naja, nein. Der Puls ist schon unten, aber trotzdem der Kopf rotiert und wie gesagt, es sind halt einfach Sachen, die ich von Spielern nicht verstehe, die ich vom Trainer teilweise nicht verstehe. Aber nein, es ist halt wie es ist, ich werde es nicht ändern. Dafür bist du ja aber auch da, um da den Finger in die Wunde zu legen. Aber genau, ich finde es tatsächlich, ich muss mal sagen, ich glaube, dieses ganze Kollektiv da, also die Spieler, Trainerteam und so weiter, wenn der Bernd schon mal so wütet, dann würde schon was heißen, weil ich finde dich ja immer eigentlich ziemlich wohlwollend so oft, also immer auch verständnisvoll und so. Und jetzt, ja, also nehmt euch das mal zu Herzen. Die Taktiktafel muss wieder zufriedengestellt werden. Wir hören uns, wenn ihr mögt, auch in der Länderspielpause. Wenn nicht alle Stricke reißen, haben wir einen schönen Gast für euch parat. Dann ohne Christian, der sich in den Urlaub, wie gesagt, verabschiedet. Ihr einen schönen Urlaub. Danke. Ja, und spätestens sehen wir uns dann in Ingolstadt, alle im Auswärtsblock. Und hören uns danach natürlich dann auch wieder, wenn es hoffentlich mal wieder über erfreuliche Punktereignisse zu reden gibt und dann auch vor dem Auswärtsspiel in Halle. Bis dahin allen eine gute Zeit. Wie gesagt, Länderspielpause. Sind wir trotzdem noch mit einer neuen Folge am Start, wenn ihr mögt. Ansonsten hören wir uns dann nach Ingolstadt. Viel Spaß in Hain bringen. Mache ich alleine eine 50-Minuten-Talk-Folge, wie ich mich wahrscheinlich darüber aufrege, dass wir rausgeflogen sind. Die höchsten Klickzahlen aller Zeiten. 60.de exklusiv von der Heimfahrt. So schlimm war es wirklich. Also, ihr drei und draußen macht es gut, eine gute Woche und wir hören uns. Bis denn. Servus. Servus euch. Keine weitere Folge mehr vom 60er.de Talk verpassen. Dann abonniert jetzt unseren Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Servus Löwenfans.